Der sah so verhüllt aus. Ich will dem jetzt nicht. Oh, jetzt fühle ich mich auch schlecht. Ich will ihm nichts wegnehmen. Ich will nicht klauen. Ja gut, jetzt weiß ich nicht, welches was ist. Ich glaube, ich nehme das linke. Entscheidest dich für das Helix-Fossil. Was auch immer. Wie heißt das andere? Kleinsteins in der Nähe. Ein Dom-Fossil. Ich glaube, ich nehme das Helix-Fossil. Ich nehme erstmal das Kleinstein. Flucht. Ich will mich irgendwie für ein Fossil entscheiden. Ja, ich nehme das. Nein, obwohl, da scheint ein Wasser-Pokémon zu sein. Hier, das da. Dom-Fossil. Ich nehme das hier. Du hast das Dom-Fossil im Beutel verstaut. Na gut, dann nehme ich das hier. Ja, mal schauen, was daraus kommt. Wir werden es ja sehen. Oh, Story-Sequenz. Stehen bleiben. James und Jesse. Dieses Fossil gehört uns. Klar. Wie und wann hast du das überhaupt überholt? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Ich bin Mauzi. Zusammen sind wir Team Rocket. Und wir werden uns bekommen, was wir uns rechtmäßig klauen wollten. Team Rocket, Kampf gegen James und Jesse. Haben wir auch schon in Pokémon Game Edition erfahren. Da sah das noch ein bisschen unspektakulärer aus, aber da haben wir auch schon gegen James und Jesse gekämpft. Und zwei Pokémon. Oder mehr. Das kann ich fast nicht glauben. Na komm. Zwei sind's. Ja, Carpado und Evoli. Ja, genau. Haben wir noch andere Pokémon nicht besiegt worden? Nein, haben wir nicht. Also Evoli alleine gegen zwei. Och, was wär's. Klatscher. Warum nicht? Auf sich selbst. Kampf. Doppelkick auf. Ich würde sagen, Rittern. Das ist am gefährlichsten. Na komm, zack. Das hat wohl nicht so viel gebracht. Das war nicht so effektiv. Wir hätten vielleicht vorher das Team heilen sollen. Belieber haben wir ja eh nicht. Aber gut. War ja auch unvorbereitet. Oh, da geht er hin als Carpador. Wie schade. Es kommt so unerwartet. Das Carpador, nicht das Carpador. Ruckzuckieb ist mal wieder effektiv. Sollte man auch benutzen. Oh wei. Sollte Tränke benutzen. Jetzt werde ich von zwei Jahren angegriffen. Wie unfair. Zwei gegen einen. War ja auch vorher schon zwei gegen einen, weil Carpador. Ganz im Ernst. So, jetzt haben wir mal faire Chancen geschafft. 1 gegen 1. Naja, fair ist es nicht. Ich ging Smogmog. Smogon. Sorry. Und zack. Hau rein. Lass dich bloß nicht besiegen. Von Tackle. Ja. Ich greife sogar nochmal an. Smogon wird mich jetzt nicht in einem Hit hier besiegen. Na komm, jetzt sollte ich langsam mal einen Trank einsetzen. Wird mal Zeit. So, nein. Ach, das geht. Ja gut. Sollte man nicht verschenken. Die Tränke. Einsetzen auf. Nein. Mein scheiß Joy-Con. So ein Mist. Ich verkack hier noch. Ja, bitte nicht. Blacky, bitte. Danke. So ein Scheiß, wenn die Steuerung dann auch nicht klappt. Ja. Nur so wenig aufgeladen. Oh, na toll. Wir brauchen mal Supertränke. Oh, zu tief. Na komm, kämpfe. Zack. Uiui, das wird ja dann noch spannend.
Na komm, weiter kämpfen, nicht aufgeben, nicht verlieren. Verlieren ist keine Lösung. Und weiter geht's. Zack. Ist schon fast besiegt. Na komm. Lass dich nicht in die Knie zwingen. Oh oh, vergiftet. Ja. Schnell einen Trank herholen. Trank. Einsetzen auf. Ivoli. Na komm. Schubs. Ist das wieder einigermaßen halt. Aber nur einigermaßen. War schon wieder im grünen Bereich. Durch das Gift geht das jetzt ein bisschen schneller, aber gut. Einmal hoch zu Kieb. Komm, hau rein und besieg das Team. James und Jesse. Haben wir mal wieder bezwungen. Das heißt mal wieder. Ja, ein Team Gelb schon mal, aber... Ich glaube das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Du gewinnst 1152 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen James und Jesse hervor. Der James, der trägt einen ziemlich sexy Anzug. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Kann man wohl so nennen. Na dann, hier geht's wieder hinauf. Und noch weiter hinauf. Immer weiter hoch. Jetzt sind wir auf Route 4. Ja, haben wir den Mondberg durchkreuzt. Verbindet den Mondberg mit Azuria City. Na dann, begeben wir uns mal auf den Weg nach Azuria City. 5 Pokébälle gefunden. Ich dachte schon wieder ein Beleber. Hätte ja sein können. So. Auf dem Weg nach Azuria City. Oh, Pika hat was gefunden. Pika Pikachu. Alpha Dragon hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Nanabeere. Von Alpha Dragon. Super, kann es weitergehen. Warte, ich rede noch ein bisschen. Ja, stimmt, ist K.O. Wir sind gleich bei einem Pokémon Center, wie es ausschaut. Na komm, nicht mehr lang. Das kriegen wir hin, wenn hier kein Trainer mehr auf uns lauert. Okay, zum Pokéball kommen war nicht so einfach. Aber da können wir runterhopsen. Okay, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Wo kommen wir hin? Na hier. Guck mal. Sprühdose Schutz. Aha. Alles klar. Alles klärchen, Probärchen. Hier durchs hohe Gras einmal durch. Radfratz. Und da sind wir auch schon. Oder nicht? In Azuria City, ja. Sieht's aus. Schnell zum Pokémon Center. Ein Fahrradladen. Oh, cool. Woli. Ja, komm, ich will hin. Woli, Woli. Pokémon Team Heiden. Was willst du? Pikachu hat was gefunden. Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Ja, all meiner Spaß. Einfach mal reinwerfen. Na komm, 50. Bringt's was? Platsch. Du hast 50 Pokédollar in den Brunnen geworfen. Woody! Irgendwie sieht Blacky ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Oh, okay. Das bringt's also. Nein, ich möchte nicht noch mehr Geld reinwerfen. Das ist der Brunnen von Azuria City. Es bringt Glück. Das heißt, wenn man zusammen mit seinem Pokémon Geld hineinwirft, festigt man seine Bindung zu ihm. Ah, und wie viel Geld reinwerfen, demnach auch viel Bindung. Ah, okay. Sollte ich also... Oh, ein Pirat. Und ein Zirkusdompteur. Ja, aber erstmal das Team heilen. Dann kann es weitergehen. So. Da sind die 6. Geheilt. So. Sehr gut. Bitte beehre uns bald wieder. So, da sind wir in Azuria City angekommen. Und ja, ich weiß jetzt nicht. Oh, Pikachu chillt am Brunnen. Ja, soll man machen. Komm, ah, da ist er wieder. Ich würde sagen, ich
weiß jetzt nicht, in welchem Part wir sind und wie der Part jetzt schon fortgeschritten ist, aber ich würde vielleicht mal sagen, machen wir erstmal hier in Azurias die Stopp. Also im nächsten Part erkunden oder in diesem Part erkunden wir Azuria City. Und dann würde ich mal sagen, Aufnahmepause, kleine Aufnahmepause, oder vielleicht geht es gleich weiter, oder vielleicht ist das auch schon jetzt das Partende. Mal schauen, wie es, ich weiß es nicht, ein sehr großes Elektroball. Die Batterieleistung lässt nach. Sehr gut, Zeit für mich, eine Aufnahmepause einzulegen und mal die Nintendo Switch zu, ja, aufzuladen. Können wir hier am Brunnen mal ein bisschen chillen während der Zeit. Ich würde mal sagen, ich speichere ab und dann, ja, sehen wir uns entweder im nächsten Part oder nach der Aufnahmepause wieder, je nachdem, was zutrifft. Bis dahin. Willkommen zurück zu Let's Go Evoli Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind hier in einer Stadt. Ja, die Aufnahmepause war ein bisschen länger. Azuria City, da sind wir am letzten, also in diesem Part schon angekommen. War ja nur eine Aufnahmepause dazwischen, eine ganz kurze für euch, eine etwas längere für mich. Und ich würde mal sagen, weiter geht's jetzt in diesem Part noch, und ja, erkunden wir mal die Stadt. Ja, wird man hier ein Fahrradladen mal gleich mal direkt reingucken, wenn es da mal keine überteuerten Fahrräder gibt. Ein glänzendes Fahrrad sieht sehr beeindruckend aus. Und gefällt das Kunstrad? Ja, sehr super. In dieser Welt der Fahrräder gilt das Kunstrad als wilder Außenseiter. Mit ihm kann man laber. Wem Technik wichtig ist, dem würde ich dieses Fahrrad empfehlen. Ja, geht das noch schneller. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ich freue mich zwar immer seltener Fahrräder zu sehen, aber das Fahrrad, der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstrippe. Habe ich schon bemerkt. Der redet sehr schnell und sehr viel. Kann ich nicht zufällig kaufen? Gefällt dir das Eilrad? Ja, das Eilrad gefällt mir auch. Wie der Name schon sagt, ist das ein besonderes Merkmal des Eilrads, seine Schnelligkeit. Der auf Leichtigkeit geschwindete, verlagerte Gewicht in Eckrad mit einer Handhabung unter der Teil des Jumps. Ja, das gefällt mir auch noch. Ach, ist noch ein Eilrad. Es gibt Eilrad und Kunstrad. Okay, fällt das Eilrad? Ja. Wie der Name schon sagt, ist das besondere Merkmal des Eilrads seine Schnelligkeit. Leichtigkeit und Rahmen und blablabla, vorhin Langrad und Schwung und Handlung und Handhabung und Charme. Ja, etwas in der Art. Ja, dürfen wir uns wahrscheinlich nachher mal irgendwas aufsuchen. Später, also nicht nachher. Du arbeitest an einer Pokémon-Enzyklopädie. Klingt nach einem sehr schönen Zeitvertreib. Naja, die bessere Zeitvertreibe. Die Leute sagen, dass dieser Mann in ihr Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Ach, tut er das? Soll er tun, wenn er seinen Spaß dran hat. Gegenüber vom Supermarkt wächst ein Strauch, sodass man nicht auf die andere Seite kommt. Aber angeblich soll es noch einen anderen Weg dorthin geben. Aha, der magische Strauch. Das ist der Brunnen von Azurias, der bringt Glück. Achso, das haben wir schon im letzten, also in diesem Part gelesen.
Das haben wir schon in diesem Part gelesen. Das ist auch ein Satz. Wird man nicht mehr häufig hören. Du bist also auch ein Trainer. Diese ganze Sammlerei und Kämpferei ist sicher manchmal ganz schön und anstrengend, oder? Ja. Hier in Pokémon Let's Go, Pikachu, Let's Go Evoli eher weniger. Aber ja. Elektroball, Sternenschauer. Das war die falsche Attacke. Es ist echt nicht einfach, Pokémon zu trainieren. Ob ein Pokémon geruhigt oder nicht, hängt vom Können seines Trainers ab. Ja, so ist das. Und das ist ein Zerschneiderbusch. Der Strauch. Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Lesen kann ich nach wie vor nicht. Deshalb mache ich einen Lese-Adventskalender. Genau. Ist eigentlich das perfekte Format für mich. Vorlesevideos. Pipi! Ja, der hat ein Pipi. Der Wanderer. Noch komplett am Montur hier in seiner Wohnung stehend. Gestern habe ich mein geliebtes Pipi den Kopf gestreichelt. Ganz ausgiebig mit beiden Händen. Vermutlich war ich dabei etwas zu energisch. Plötzlich hat er es nämlich ganz krauses, aufgebauschtes Fell auf dem Kopf. Aber als ich es weiter gestreichelt habe, sah es irgendwann wieder aus wie vorher. Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, die Ladezeiten, also die Black Screens hier im Spiel, werden immer länger. Zum Glück schneide ich die ja jedes Mal, sonst meistens, raus. Je mehr Arena-Letter du besiegst und Orden du erhältst, desto mehr Items stehen dir zum Kauf zur Verfügung. Ach was, das ist ein Zeichen dafür, dass du als starker Trainer anerkannt wirst. Dachte ich mir schon. Irgendwie. Irgendwas in der Art, dachte ich mir. Kennst du Sonderbonbons? Im Laden habe ich keine gesehen, aber damit soll man den Level eines Pokémons auf einen Schlag erhöhen können. Kenne ich. Habe ich aber noch keins in dem Spiel gehabt. Herzlich willkommen. Womit kann ich behilflich sein? Na, was gibt's denn hier zu kaufen? Noch nicht sehr viel. Ja. Haben wir eigentlich genug davon? Superball auch. Tränke reicht auch noch ein bisschen. Ja, wir haben eigentlich genug. Wir brauchen nichts. Warte, aber wir haben doch was gefunden. Wir können auch was verkaufen. Können wir auch mal versuchen. Verkaufen. So. Das Fossil will ich nicht verkaufen. Hier, eine Perle habe ich gefunden. Das können wir verkaufen. Wie viel habe ich denn davon? Ich habe noch eine. Hier. 1000. Ja. Hat sich durchaus gelohnt. Ja, die Black Screens, die werden wirklich immer länger. Vielleicht scheint es mir wirklich nur so, aber ja. Mir kommen sie wirklich ziemlich lang vor mittlerweile. Das Team ist geheilt, also muss nicht ins Pokémon Center gehen. Was haben wir denn hier? War ich hier schon drin? Nein, war ich noch nicht. Das ist ein Bisasam. Das ist ein Mirabel, oder? Ja, Mirabla. Das ist ein Pikachu. Ja, das ist mein Pikachu. Alpha Dragon erschnüffelt all die Gerüche, die im Raum liegen. Der hat eine gute Nase. Bisasam. Na, ich kümmere mich hier um verletzte Pokémon. Jetzt, wo Bisasam wieder richtig fit ist, würde ich es gerne in die Obhut eines erfahrenen Trainers geben, der schon etliche Pokémon gefangen hat. Ich weiß ja nicht. Komm wieder, wenn du mindestens 30 Pokémon gefangen hast, dann reden wir nochmal darüber. Was werde ich hier abgewimmelt, weil ich noch nicht genug Pokémon gefangen habe? Was? Gibt's doch nicht. Zum Glück habe ich schon ein Bisasam gefangen. Ich brauche also keins. Dann. Im Sandan. Alles Klärchen. Hier kann man also ein Bisasam kriegen.
Und was ist mit dir? Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das ein oder andere über sie. Eigentlich würde ich sagen, nee, lass mal, aber ja, wir wollen ja alles mitnehmen hier, wir wollen alles vom Spiel irgendwie mitbegreifen, also ja, erzähl mal. In welchen 8 Ohren soll ich dir was erzählen? Dann machen wir gleich den nächsten. Also wir müssen jetzt nicht über alle 8 Ohren hier was, mehr Anzahl der Ohren, soll nicht über alle Ohren was erzählen lassen, aber ja, erzähl doch was über den Quellohren. Der wird demnächst auf uns zukommen. Den Quellohren erhält man, wenn man die Arena-Leiterin von Azuria City besiegt hat. Es wurde mit viel Liebe zum Detail in die Form eines Wassertropfens gebracht. Pass aber auf, wenn du eine Spitze berührst, das kann schon etwas wehtun. Mhm, alles klar. Hier wohnt der liebe Mann. Hübsch, hübsch. Sieht nicht schlecht aus. Und hier, wenn man einmal durch sein Haus durchgeht, kommt man in einen Garten. Da liegt ein Item. Ein Sonderbonbon. Haben wir doch gerade von geredet. Ja. Und wenn das nicht cool ist. Das kann ich gleich mal jemandem geben. Nein, den Pokédex wollte ich nicht öffnen. Der Joy-Con schon wieder. Es ist so blöd, mit dem Joy-Con zu spielen. Es ist so anstrengend. Bonbon-Glas ist der, ja, Sonnenbonbon ist jetzt da drin. Level 7, Level 6, Level 7, Level 13, Level 10, Level 11. Welches ist das Sonderbonbon? Ich würde sagen, Alpha Dragon hat es verdient. Zack, Alpha Dragon erreicht Level 7. Ja, nice. Und weiter, dann gehen wir einmal quer durch das Haus durch. Wir latschen hier durch jedes Haus. Hier latschen wir auch einmal durch. Oha! Sieht nach einem Onyx aus. Nixilein. Putziger Name. Nix. Ja, der passt gar nicht ins Haus rein. Man sieht seinen Kopf gar nicht. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixilein dabei hatte. Pah, dein kleines Nixilein? Das ist ziemlich gigantisch. Mein Nixilein ist so gut trainiert, dass es von allein in seinen Pokémon geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Naja, also von alleine in ein Pokémon gehen, wenn ihr ein Gebäude betretet, sieht aber anders aus. Naja. Also in eurem... Also in diesem Gebäude ist es gerade nicht im Pokéball. Also es ist, naja. Jetzt hat man ein bisschen seinen Kiefer gesehen. Vielleicht kommt drauf ein, wie die Kamera eingestellt ist. Das Ding ist riesig. Passt das überhaupt in diese kleine Hütte rein? Naja, was soll's. Oh, was haben wir denn hier? Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal einen Radfratz ungesehen passieren. Und es läuft ein Radfratz an mir vorbei. Das wär's. Tut's leider nicht. Ach ja, das Haus ist mir bekannt. Und da. Polizei? Polizistin? Team Rocket? Da drüben, ach. Vergiss es. Die Polente hier. Und man kommt da nicht hin. Da wird die Polizeiarbeit hier wieder mal einem kleinen 10-jährigen Mädchen überlassen. So muss es sein. Ja, alles klar. Und das sieht nach der Gold Nugget Hütte aus. Wenn ich mich richtig an den Namen erinnere. Pokémon hat muss mich beruhigen. Mit einem Kampf.
Vielleicht hilft der Kampf ja, um dich zu beruhigen. Ja, bestimmt eine sehr gute Entspannungsmöglichkeit. Los, Carpador! Ja genau, das ist der richtige diesen Kampf. Los, Carpador gegen Taubsi. Ich würde sagen, setzt Platscher ein. Aber ja gut. Ich werde jetzt mal den Alpha Dragon wechseln. Du bist dran. Taubt sie den Sandwirbel rein. Ja. Gut. Ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert, weil mein Handy hat gerade stumm, ist natürlich auch stumm gestellt, hat gerade da ein bisschen vibriert und geklingelt. Da wollte mich jemand anrufen. Tut mir wirklich leid. Ich muss danach zurückrufen. Ich gehe jetzt während der Aufnahme nicht ran. Also ich weiß nicht, ob es wichtig war. Ich habe nur gesehen, dass da was klingelt. Hat mein Display aufgeleuchtet. Ich hoffe, es war nicht sehr wichtig, weil ja, ich kann jetzt gerade wirklich nicht. Nein. Beim besten Willen. Bei aller Liebe und ja. Nee, das geht nicht. Ich kämpfe gerade gegen meine Rivalen. Wo ist Pikachu? Zuki. Jetzt war ich so abgelenkt, dass ich meinen Pikachu draufgehen habe lassen. Dann würde ich mal sagen, Mary, das will ich mal beweisen. Du bist dran. Rivale hat schon 3 Pokémon. Na, ist nicht schlecht. Was kann mein Kleinstein eigentlich? Was kennst du eigentlich? Nicht viel. Und so viel steht fest. Mary, was kannst du eigentlich? Nein. Nicht böse, kein Mary. Nicht die echte Mary. Das Kleinstein Mary. So, so kann man es auch schaffen. Einen kleinen Hieben. Nee, kann man nicht. Kleinstein ist gleich K.O. Na komm, Mary, noch ein bisschen. Kannst ein bisschen reinhauen. Gib dein Bestes. Ich weiß, du bist noch nicht sonderlich stark, aber tu dein Bestes. Vielleicht hilft es den Rivalen ja aufzumuntern, wenn er sieht, wie meine Pokémon kläglich versagen. Ja, könnte ja sein. Sandwirbel. Ja, Taubsi versucht es mit Sandwirbel. Das wird nicht viel helfen. Und Taubsi wurde besiegt. Er hat sich bewiesen. Der Wahnsinn. Erfahrungspunkte und ein neues Level. Level 8 für Mary. Na, sehr gut. Horror Knight erhält auch ein paar Erfahrungspunkte. Das ist wichtig, weil der soll auch mal vorankommen. Mirabla. Dann würde ich mal sagen, Tackle. Wie lange es noch geht. Absorbere. Nicht mehr lange. Also, jetzt. Jetzt geht's nicht mehr. Dann würde ich mal sagen, Pepe, du musst ins Team. Du bist schon im Team, aber du wirst eingewechselt. Na komm, ach Mann. Ein Joy-Con wieder, na komm. Du, rein. Es war Pflanze gegen Pflanze, aber was soll's. Los geht's. Ich habe noch kein Feuer-Pokémon. Tut mir herzlich leid. Ich werde hoffentlich noch eins bekommen. Ich muss mir mal Gedanken machen, welches Pokémon ich dann für die Arena brauche, für die nächste Arena und da mal eins besorgen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Warum kann denn das eine Lava-Attacke? Warum kann ein Mirabla eine... Na egal. Da würde ich mal sagen, Blacky. Also Wasser-Pokémon haben wir ja schon irgendwie im Team. Also mit Carpador. Ja. Naja, mein Team ist noch ziemlich schwach.
Muss ich ordentlich zugeben, aber ja. Blacky ist stark. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man es jetzt betrachtet. Mal mehr, mal weniger. Hoch zu Kiel. Na komm, lass das was bringen. Ja, es hat was gebracht. Hochzugkick ist immer noch eine starke Attacke. Sollte man nicht unterschätzen. Zumindest bei Blacky. Also bei anderen Pokémon vielleicht nicht so. Ja, müssen wir auch nicht trainieren. Pokémon fangen müssen wir auf jeden Fall mal wieder. Wurde uns ja schon gesagt, dass wir zu wenig Pokémon gefangen haben. Kommen wir keinen Pokémon, kriegen wir keinen Bisasam. Auch wenn ich schon einen Bisasam habe, aber ist schon ein bisschen beleidigend hier. Also ist schon ein bisschen, kratzt schon ein bisschen an meine Niere, deshalb müssen wir das mal ändern und ein paar Pokémon fangen. Ich weiß nicht, steht das irgendwo? Pikachu! Ja, weiterkämpfen! Pikachu gegen Giboli. Der Fight des Jahres, naja. Naja. Passiert hier wohl öfters. Also, so ein gigantischer Fight ist dann doch nicht. Oha! Fluchtwert steigt. Der Wahnsinn. Ich versuch's nochmal mit Doppelkick. Doppelteam von Pikachu. Auch wenn ich denke, dass Doppelkick noch nicht so viel bringt. Ja, obwohl, ja, das geht. Also. Ah, noch wenige KP. Geht eigentlich. Also. Noch Tackle. Mach's alle. Donnerschock. Oh. Naja, Blacky hält's aus. Und damit ist mal wieder bewiesen, Evoli ist stärker als Pikachu. Ja, Evoli geht siegreich aus dem Kampf hervor. Blacky erreicht Level 14. Blacky versucht Sandwirbel zu erlernen. Sollte eine bekannte Attacke durch Sandwirbel ersetzt werden? Ja, nicht unbedingt. Evo. Naja, Heuler können wir vergessen. Ja. 2 und schwupp. Blick hat heute vergessen und Sandwirbel erlernt. So haben wir den Rivalen mal wieder besiegt. Puh, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Also war der Kampf doch ein wenig beruhigend. Dann erzähl mal, was hast du so erlebt? Du gewinnst 520 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen deine Rivalen hervor. Also, oh Mann. Also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin, aber eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl. Da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schau mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, und jetzt halt dich bitte fest, da war Bill. Der Pokémon-Maniac gar nicht da. Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Oh, wenn ich nur daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das erzählt er, während er schon wegrennt. Also er verschwindet langsam in der Stadt. Also ist bestimmt schon hinten beim Pokémon-Center. Aber ich kann ihn immer noch verstehen und er redet immer noch mit mir. Halt dich am besten von seinem Haus fern, Zwergfee. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. So ungefähr. Das war nicht die Nugget-Brücke. Route 24. Jede Menge Trainer. So schaut's aus.